Ja, schön, dich heute persönlich und nicht digital zu sehen. Ja, allerdings, das stimmt, macht mal wieder Spaß. Wobei diese Digitalisierung auch gar nicht so schlecht ist, und dass wir halt die ganze Universität nach außen präsentieren können, aber dass wir auch die ganze Welt in diese Universität holen können. Also mit Kollegen weltweit sprechen zu können, aber auch mit Partnern sprechen zu können aus Politik und Wirtschaft, aus der Betriebshalle, die Leute eben auch in die Universität, an die Studierenden oder bei uns eben auch in der Forschung irgendwie direkt ranholen zu können, ist natürlich schon auch ein Riesenfortschritt. Ja, und die Digitalisierung hat ja auch unseren Forschungsgegenstand verändert. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Forschung an der Universität Bamberg ist ja die Veränderungen der Arbeitswelt und die Folgen für den Menschen am Arbeitsplatz. Berufliche Tätigkeiten sowie auch Arbeitsformen haben sich ja deutlich verändert. Roboter und Maschinen werden digital gesteuert und miteinander vernetzt, wie auch mit den Menschen vernetzt. Und in Banken, in Versicherungen und auch in der Medizin übernehmen ja Algorithmen die Aufgabe, zum Beispiel Bilder, Amplituden, Verläufe zu analysieren und mit Millionen von Daten zu vergleichen, zum Beispiel Herz-EKGs oder Geldströme, Verkehrsströme. Und genau diese schnelle und effiziente Bearbeitung dieser riesigen Datenmengen erlauben ja die Grundlage für Entscheidungen in der Medizin und auch in der Soziologie und in der Ökonomie zu verbessern. Ja, stimmt. Und dabei geht uns aber die Arbeit nicht aus, ne? Das war ja immer die große Befürchtung, dass die Digitalisierung jetzt ganz viele Arbeitsplätze frisst. Und das ist ja nicht der Fall. Wir haben 40 Jahre, 50 Jahre Automatisierung, Roboterisierung, Algorithmisierung. Und die Arbeitsplätze sind da und die Arbeitsstunden haben sich von vor 40 Jahren bis heute überhaupt nicht verändert, ne? Ja, stimmt. Arbeit wird nicht weniger, sondern nur die Inhalte verändern sich. Und dort, wo die neuen Technologien kostengünstigere und flexiblere und manchmal auch qualitativ hochwertigere Einsätze in der Produktion von Gütern und Dienstleistungen erlauben, dort wird natürlich menschliche Arbeitskraft auch eher früher als später ersetzt. Andererseits entstehen auch neue Berufe, denn grundsätzlich kann künstliche Intelligenz nicht die menschliche Arbeitskraft vollständig ersetzen. Ja, stimmt. Ich meine, ihr habt ja beim IAB diesen Futomat entwickelt, wo irgendwie Menschen auch gucken können, welche Tätigkeiten vielleicht zukünftig mehr unter technischem Druck oder digitalem Druck geraten. Das ist natürlich für die Menschen schon hilfreich. Und auch da sieht man natürlich, da bleiben Berufsbilder bestehen, wo eben digitale Technik angewendet wird. Nehmen wir eben mal Ärzte oder auch in der Industrie Personen, Profis. Das bleibt natürlich irgendwie bestehen. Was sich aber verändert, sind vor allen Dingen ja die Anforderungen bei diesen Personen, dass sich eben technische und soziale Kompetenzen und Qualifikationen eben miteinander verbinden. Also, dass man die Technik nutzt, aber die Ergebnisse der Technik dann ja eben wieder Menschen, den Familien oder den Arbeitsgruppen auch vermitteln muss, was denn diese Zahlen jetzt bedeuten. Ja, und dafür ist Weiterbildung wichtig, um darauf vorbereitet zu sein, ne? Unsere Forschungsergebnisse zeigen ja, dass Geringqualifizierte am Arbeitsmarkt deutlich höhere Risiken haben. Arbeitslosigkeitsrisiko, Einkommensverluste. Und andererseits sind auch Firmen weniger bereit, für diese geringqualifizierten Beschäftigten in deren Weiterbildung zu investieren. Und andererseits gibt es Arbeitsformen, wie zum Beispiel in der Leiharbeit oder Teilzeitbeschäftigung, in denen es kaum Gelegenheiten für Weiterbildung gibt. Ja, genau. Was man da eben auch sieht, ist, dass es eben nicht nur das Lernen in Kursen ist, was sehr wichtig ist, weil man da eben auch Menschen zusammenholt. Aber wichtig ist auch dieses adaptive Lernen. Also, dass es Arbeitsgelegenheiten an Arbeitsplätzen eben gibt, die einfach nicht nur durch Stress und Zeitdruck geprägt sind, sondern wo auch die Möglichkeit besteht, mal Mitarbeiter, also Kollegen oder Vorgesetzte zu fragen oder wo es auch möglich ist, einfach mal im Computer sich eine Lösung zu suchen, um sie dann eben auch direkt anzuwenden. Und das ist natürlich total klasse, wenn man praktisches Lernen damit verbinden kann, dass man eben auch tatsächlich ganz konkret am Problem sofort eine Lösung bekommt. Aber an vielen Arbeitsplätzen findet es eben schlicht nicht statt. Ja, und genau bei diesen Arbeitsplätzen, also den eher einfachen, standardisierten Arbeitsplätzen, ist ja die Gefahr der Wegrationalisierung auch am größten. Wir müssen einfach noch mehr erforschen, wie sich genau diese Personengruppen besser weiterbilden lassen, um eben den Anschluss in dieser digitalisierten Arbeitswelt nicht zu verlieren. Ja, stimmt. Und der Gesetzgeber hat da sogar vorgebaut. Das Geld ist da. Wir haben Wegebau, wir haben Qualifikationen, Chancengesetz und so weiter. Also das heißt, im Grundsatz ist das alles da? Wir erreichen nur im Moment die richtigen Personengruppen zur richtigen Zeit am richtigen Ort nicht. Genau, also es gibt viel zu tun in der Forschung und in der Praxis. Ja, weiß Gott, genau. Dann machen wir es doch jetzt, oder? Dann werden wir uns mal wieder
an unsere Arbeit begeben. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht online. Ja, tschüss.